essen wir jetzt mal sowas hier. Besser ein bisschen vergiftet und ein bisschen high und ein bisschen abgespaced drauf. Hau rein und jetzt los. Als tot. Besser ein bisschen unter Drogen als tot, weil tot mögen wir nicht. Das ist so weit weg vom Leben. Drogen können auch weit weg vom Leben sein. Aber noch nicht ganz so weit wie tot. Ah, fuck. Wenn uns jetzt hier einer erwischt, ist es eh aus. Aus und vorbei, so wie du. Gut, dass wir ein gutes Schwert haben. Ich glaube, jetzt ist wieder mal der Moment da, an dem ich eine Kuh schlachten muss. Weil es nicht anders geht, weil ich sonst jetzt hier drauf gehe und ich habe überhaupt keinen Bock, hier gerade drauf zu gehen. Das würde mir jetzt gerade gar nicht so gut gefallen. Ausnahmsweise essen wir totes Tier. So, und das hätte jetzt gar nichts gebracht. Uah! Wenn wir nicht noch eine töten oder einfach vom Zombie umgebracht werden. Nein, hau ab. Komm her, Kuh. Du musst leider jetzt sterben. Es tut mich leid. Es tut mich sorry. Wo ist das Fleisch? Ah, Zombie. 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 Nein. Fuck. Fuck. Ah. Hallo, zu Hause. Gute Nacht. Die Nacht muss zu Ende gehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade gestorben sind. Ich renne jetzt los. Ich renne... Ja, wenn ich durch die Tür komme, renne ich wie ein geölter Blitz. Hallo Huhn, hallo Huhn, hallo Huhn. Ich habe keine Zeit. Oh, Creeper. Fuck Creeper, fuck Creeper, fuck Creeper, fuck Creeper, fuck Creeper. Wenigstens regnet es nicht mehr. Fuck Creeper, fuck Creeper. Scheiß Arschloch Creeper. Okay, einmal eine Runde fluchen. Weil ich ja sonst nie fluche. Aber da wird man ja wohl mal fluchen dürfen. Wir waren auf dem... Ich weiß, wo wir waren. Auf dem Steinfeld. Das muss ich jetzt nur finden. Findibus. Wir waren am Fackelberg. Am Steindings. Am Steinfeld. In der Nähe vom Fackelberg. Oh Gott, es wird nach mir geschossen. Ich will nicht, dass jemand auf mich schießt. Haut ab. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist alles weg. Es ist dann alles weg. Weg. Wo ist denn dieser dämliche Fackelberg? Der muss hier irgendwo sein. Und wo ist es? Steinfeld? 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 Seinfeld? Das ist nur passiert, wisst ihr, warum das passiert ist? Weil ich Kühe umgebracht habe. Es ist Karma. Es ist einfach so. Du warst Schlechtes und dir widerfährt Schlechtes. Du warst Gutes und dir widerfährt Gutes. Ja, so ist das mit dem Karma. Und jetzt haben wir einfach eine unschuldige Kuh getötet, um selbst nicht Hunger zu leiden. Und schwupps, war mal tot. Tot. Maus tot. Ich glaube, das kannst du vergessen, das finden wir nicht mehr wieder. Ich weiß eigentlich theoretisch, wo das Steinfeld ist, aber ich kann es halt gerade einfach nicht so schnell finden. Ich jetzt auch wieder wild losgerannt bin, anstatt mal auf den Berg zu gucken. Da hinten ist der Fackelberg. Hier waren übrigens die Hühner. Hier ist das Hühnerfeld, wo ich die drei Hühner geholt habe. Das mit den, da oben ist noch eins. Das mit den Hühnern war auch ganz lustig, weil... Lauf. Weil, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das müsste eigentlich hier irgendwo jetzt sein. Wieso ist denn da jetzt ein See? Da war doch kein See. Oh, ich krieg die Krise. Wir waren doch am Fackelberg. Es gibt doch auch nur einen Fackelberg. Ich hab doch nicht auf mehrere Berge Fackeln gestellt. Darf ich veräppeln jetzt, oder was? Ich muss jetzt mal irgendwo hoch. Ich glaube, es ist eh schon zu spät. Ich hatte so viele Sachen dabei. Das ist doch zum Kotzen, zum junge Hunde auskotzen ist doch das. Das passiert mir ja nicht zum ersten Mal, muss ich gestehen. Ich hasse das nachts. Nachts einfach nicht laufen, Benedika. Einfach nachts nicht laufen. Einfach stehen bleiben nachts. Nicht rumlaufen. Rumlaufen ist Tod. Stehen ist Leben. Finden wir nicht mehr. Kannst du vergessen. Ist eh schon weg. Scheiße. Scheiße. Schade. Wollte ich eigentlich sagen. Entschuldigung für Fluching. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, hier war ich noch nie. Nur weil ich Kühe umgebracht habe. Oh, es ist alles ärgerlich. Es ist alles ärgerlich. Es ist alles ärgerlich. Es ist alles ärgerlich. Jetzt geht's mal hoch auf den Fackelberg. Und dann gucken wir mal. Vielleicht. Aber das ist schon weg, ne? Das ist bestimmt schon weg. Oh, nein. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Wir hatten so viele Sachen gesammelt und ich hatte so viele Sachen dabei und es hat mich alles so viel Zeit wieder gekostet, diesen ganzen Scheiß einzusammeln und das ist alles weg. Alles wieder weg. So schnell kann es gehen. Im Leben. Verlust. Verlust, Verlust. Alles haben und alles verlieren liegt einfach eng beieinander. Dem ist nun mal so, dem war schon immer so. Die Erfahrungen haben schon viele Leute gemacht, werden auch viele machen. Und da lernt man dann halt, sich aufs Wesentliche zu besinnen und sich mal zu fragen, brauche ich eigentlich all diese Schaufeln? Oder reicht mir ein Kürbiskuchen? Kürbiskuchen, der ganze Zucker ist weg. Fuck! Höre ich auf zu fluchen und suche wieder Zuckerrohr. Oh Mann, diese ganzen Sachen, das ganze Eisen, alles Futschi. Futschi Kato. Ich glaube, I think so. Da oben ist ja noch eine Fackel auf dem Berg. Ich bin ja auch der Held vom Erdbeerfeld. War das gar nicht dieser Fackelberg hier? War das vielleicht der Fackelberg da vorne? Could this be? Possibly? Habe ich da noch eine Fackel auf dem Becken? Das ist mein Haus, oder? Ist das mein Haus? Bist du mein Haus? Ich brauch mein Haus. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Wir bräuchten eigentlich nur ein Aua, ein Zückerchen, dass wir es zu Hause anpflänzlich können. Irgendwo muss doch ein Zückerchen sein. Gib mir Zucker. Gib mir Zucker. Zucker, 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 Zucker für das Skelett. Zucker, 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 Zucker. Nee, hier waren wir nicht. Hier waren wir. I hate you. Hier waren wir nicht, hier waren wir nicht, hier waren wir nicht. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Also doch schon so in der Nähe, auf jeden Fall schon. Ah, hier oben, glaube ich, war ich noch nicht. Oh, ist das alles Kackes. Alles ein Riesenkackes. Da hinten ist der. Wie komme ich denn? Hier wär's gewesen. Da hinten. Wow. Ist ja eine Treppe. 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 Ich will runter. Ich will runter. Runter, runter. Ja, die Berge. Ich mag die Berge, ja. Aber dieses ewige Hoch und Runter. Und dann kommst du nicht runter. Und dann stehst du irgendwo blöd rum. Das ist manchmal ein little bit nervy. Wenn ich jetzt hier hüpfe. Wow. Ja. So. Da hinten war das, aber das ist. Renne! Renne! Aber es ist hundertprozentig nicht mehr da. Ich vergesse immer, dass man rennen kann. Das fällt mir dann immer im letzten Moment ein, wenn es dann doch schon zu spät ist. Da! Ich fasse es nicht! Schnell, schnell, schnell! Ja! Ja! Reichtum! Ja! Das schön! Gleich fange ich an zu weinen. Juhu! Juhu! Auf dem Schlachtfeld, wo die Tiere getötet haben, sind wir wieder bereichert worden mit Kram, den wir sowieso schon hatten. Jetzt haben wir alles wieder. Jetzt bin ich natürlich aber trotzdem, man lernt ja nichts daraus. Trotzdem hier wieder raffgierig. Will natürlich das hier auch noch haben. Wir haben es wieder gefunden, Leute. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wir waren auf einem anderen Fackelberg. Ich habe zwei Fackelberge gemacht. Das ist natürlich besonders klug, wenn man zweimal dieselbe Kennzeichnung benutzt für einen Ort. Oh, wir haben wieder unseren Kram gefunden. Alles ist noch da. Alles ist noch da. Mein Schatz. Sind wir sofort wieder materialistisch, sofort wieder raffgierige Raffzähne. Vom Bewusstsein auf die innere Mitte hinaus in die materialistische Welt. Vollgestopft mit neuen Sachen, die das Leben schöner machen oder eben auch nicht. Weil eigentlich ändert aller Reichtum nichts an Befindlichkeiten. Das muss man sich immer, 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 immer und überhaupt auch immer vor Augen halten. Dass dieser blöde Spruch Geld alleine macht. Pilz macht nicht glücklich.
direkt einfach wahr ist. Ich liebe Pilz, ich liebe Pilz, ich liebe Pilz. Pilz, 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 Pilz. Pilz, flüssig oder als rotes Gewächs mit weißen Punkten. Egal in welcher Form, es macht einen irgendwann ein bisschen dödelig. Ich liebe Pilz, ich liebe Pilz. Wo sind wir denn hier? Meine Fresse. Kommen wir nie wieder raus. Wir kommen hier nie wieder raus. Ich will 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 raus. Lauf, 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 lauf. Wir müssen das unbedingt jetzt am Tag noch schaffen, nach Hause zu kommen wieder. Das nervt mich ja jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, dass wir schon wieder so lange gebraucht haben hier. Sind wir schon wieder hier? Kriegt die Krise. Kretzkrise. Hätte schon mal einer von euch die Kretzkrise gehabt. Das ist schlimmer als jede Krise, ist die Kretzkrise. Hier habe ich übrigens den kompletten Weg die Hühner auch gelockt. Also nicht diesen Weg, ich glaube, der ist gerade ziemlich bescheuert, irgendwie einen direkteren Weg. Wo ist denn mein Haus? Wieso sind wir denn jetzt hier schon wieder in diesem verkackten Wald? Diesen verkackten Wald, verkackter Wald, verkackter. Uah! Und die Framerate spinnt, die Framerate spinnt. Es wackelt und zuckelt und ruckelt. Hallo Schwein. Mit Schweinen habe ich ja jetzt hier bei Minecraft gar nichts am Hut. Die Kühe, die benutze ich ja schon manchmal auch so als Milchspender eben für meinen Kuchen, wenn ich den Kuchen backen will. Haus. Haus. Aber die Schweine, die kann ich irgendwie jetzt, da ich sie ja nicht esse, für gar nichts verwenden. Wo ist denn nur mein Haus? Müsste mal wieder hier so ein bisschen Überblick kriegen, wo ich eigentlich bin. Irgendwann müsste doch jetzt hier mal wieder was kommen, was ich kenne. Ich wusste doch eigentlich, wo ich war. Ich bin irgendwie bescheuert gelaufen. Ist das der Fackelberg immer noch da? Der macht mich ganz kirre. Dieser komische zweite Fackelberg, den ich mir da zur Orientierung hingemacht habe, der mich immer total unorientiert macht. Au! Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, scheiße. Out of Essen. Wir haben aber noch so eins. Sind wir schon wieder draußen, wenn es dunkel ist. Ich will nicht draußen sein, wenn es dunkel ist. Scheißdreck. Scheiß. Ich fluche zu oft in diesem Let's Play. Das ist nicht so schön von mir. Penetika flucht. Das will doch keiner hören. Das will doch keiner hören. Solche verbalen Ausfälligkeiten. Ist auf jeden Fall in diese Richtung. Appa. Wir versuchen uns ein bisschen auf den Baum zu halten, vielleicht einfach. Vielleicht können wir uns so durchs Dickicht schlagen, ohne wieder erschlagen zu werden. Wo ist mein Haus? Ich finde mein Haus nicht. Haus? Haus! Ich weiß nicht, warum ich da oben diese blöde Fackel aufgestellt habe. Und das da sieht irgendwie auch interessant aus. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Berge. Ich glaube, wir müssen hier durch. Aber ob das jetzt klug ist um Sistheim? Wahrscheinlich nicht. Uah. Sich hier immer ein bisschen umgucken. Dass hier niemand ist, der mich zufällig gerade umbringen will. Weil das hat mir gestern gereicht. Und hier jetzt gerade haben wir überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo wir sind. Okay, Forest. Lauf, Forest, Lauf, Methode. Uah, Gegner, uah, Gegner oder ein Baum. Uah, hier sind wir schon mal durchgelaufen, das weiß ich noch. Uah, lauf, lauf doch, du Spinner. Uhuhuhu. Wuhu, da oben ist unser Haus. Ich habe unser Haus gesehen. Ich habe unser Haus gesehen. Wir müssen außen rumlaufen. Ihr fragt euch jetzt, warum ich jetzt hier so blöd außen rumlaufe. Aber wir haben ja unten auch noch einen Eingang. Und wenn wir in dem unteren Eingang drin sind, dann haben wir es quasi schon gepackt. Lauf doch. Lauf schneller, du kleiner Monk. Lauf, da ist schon der Wasserfall. Der Wasserfall, der Wasserfall. Der Wasserfall ist direkt vor unserem Haus. Lauf. Oh Gott. Oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte. Ich habe wahrscheinlich eine Horde hinter mir. Ich habe überhaupt niemanden hinter mir. Es ist überhaupt nichts gewesen.
Es ist eine ganz ruhige Nacht. Hallo, Kuh. Lalala. Es ist gar nichts passiert. Wir hatten auch keine Angst oder so. Ich habe doch keine Angst draußen im Dunkeln. Also bitte. Ich habe nur auch jetzt ein bisschen Gänsehaut. Aber wie kommt ihr denn drauf, dass ich sie als Angst hatte? Also das ist ja echt lächerlich, das jetzt zu behaupten. Ha, schön wieder zu Hause zu sein. Schön, wunderschön, dass ich hier durch den Berg durch. Das hier ist ein bisschen blöd. Da ist mir aber noch keine gute Lösung eingefallen für. Was? Du Saftsack vor meinem eigenen Haus. Verpiss dich. Oh oh, ich glaube, der bringt mich gerade um. Nein. Hier ist auch der Creeper ausnahmsweise. Ist heute nicht zu Hause. Ist ausgeflogen, ist bestimmt ausgegangen. Hat sich mit seiner Freundin getroffen irgendwo. Machen jetzt kleine Creeper-Kinder in dieser wunderschönen Nacht, die so ungefährlich anmutet und so wunderschön ist.